Das ist genau mein Ding, sagt sie. Schön lächeln. Es bleibt weiterhin weiblich bei uns vor der Kamera, aber wir haben uns gedacht, wir packen mal ein bisschen mehr Muskeln drauf. Tada! Da haben wir das Ergebnis. Da fühle ich mich richtig schmal, aber cool auf jeden Fall. Da kommt sogar der Erich noch rein. Super, danke. Wir haben vorher ein bisschen gesprochen hinter der Bühne vor der Sicherung, haben sie bewundert, weil so eine super Muskulosität für und die Rückenmuskel und die Beine, halt, so habe ich gerade gesehen, du hast ja Top-Beine, das ist der Wahnsinn. Vielen Dank. Also das muss man erstmal schaffen. Den Erich zu beeindrucken, das muss man erstmal schaffen. Das ist eine coole Sache, finde ich genial. Wie lange machst du jetzt schon Wettkampfsport? Seit 2012 bin ich dabei. Aber noch gar nicht so lange, wa? Noch gar nicht so lange, aber ein Jahr Wettkampfpause hat mir echt gut getan und ordentlich was draufgepackt. War das auch Ziel? Das war das Ziel. Dementsprechend ist das genau deine Klasse, oder? Absolut, auf jeden Fall. Also was anderes geht gar nicht. Soll noch mehr rauf? Gerne. An den richtigen Stellen darf gerne noch das ein oder andere Gramm drauf. Jetzt haben wir ja das Jahr 2019 schon fast beendet. Der große Schwung kommt noch. Geschenke kaufen, Weihnachtsmann begrüßen, Weihnachtsmann verabschieden. Sehen wir dich nächstes Jahr wieder auf der Bühne? Das weiß ich noch nicht. Das kann ich noch nicht sagen. Wir werden das mal ein bisschen sacken lassen, ein bisschen in die Offseason gehen, Weihnachten genießen und dann mal mit dem Coach sprechen, wie es dann weitergeht. Wer ist der Coach? Markus Riegel, da kommt er gerade. Da ist er schon, da ist er schon. Da kommt der Coach, der möchte seine Athletin beglückwünschen. Von daher. Was lange wert. Gut. Ja. 3 Jahre hat es gedauert. Damen. Und Damen. Da ist er. Jetzt ist er da. Und dann wird er verteidigt bald, aber das machen die beiden unter sich aus. Genau. Wir machen die Kamera jetzt aus. Danke dir vielmals. Schönen Abend noch. Ciao.